5, 4, 3, 2, 1. Moin moin meine lieben Freunde und bald ist Ostern, bald gibt es richtig dicke Eier. Wenn du Pech hast, regnet es und die Eier sind alle weggeschwommen. Okay, ist natürlich dein Pech. Sag deinen Eltern oder was auch immer Bescheid, dass sie die Eier ein bisschen höher legen sollen, auf dem Baum oder was auch immer. Na gut, da hast du Pech, da kommt die Katze, da kommen die Vögel oder was auch immer, da kommt der Storch und wenn der Storch kommt, bekommst du vielleicht ein neues Schwesterchen. Okay, lange Rede, kurzer Sinn. Ich habe mich ausgelacht oder beziehungsweise auch zum Teil geärgert über die Vielzahl mal wieder, die in unseren Clan gekommen sind und unfähig sind, einfach zu kapieren, was Sache ist. Sache in Clash of Clans ist folgendes. Du kannst Clanspiele mitmachen, du kannst Clankriege mitmachen, du kannst anderen nett spenden, du kannst anderen Tipps geben, du kannst anderen aber auch falsch spenden, du kannst im Clankrieg einfach gar nicht angreifen und du kannst die Clanspiele mit 100 verabschieden und sagen, das war's, ihr könnt mich am Arsch lecken. Also, solche Leute gibt's und das regt mich nach wie vor auf. Wenn jetzt einer sagt, okay, Bojan, warum regst du dich denn überhaupt auf? Ist doch nicht schlimm, macht doch nichts. Ja, liebe Leute, also wenn man sich darüber nochmal aufregt, dann seid ihr irgendwie tot, nämlich, ich sag mal ganz ehrlich, logischerweise ärgert sich über so Schwachmaten auf. Also ist so. Ich meine, es ist wie im Real Life, oder? Ich sag mal, wenn draußen irgendein Idiot dir gegenübersteht, das sagst du auch, also lieber Gott, schnell weg hier, weil hat ja keinen sich mit irgendwelchen Idioten zu befassen. So machen wir das auch im Clan. Wir bewegen uns im Moment auf, jetzt guck mal gerade mal, hier auf 7900 bedeutet, dass wir den Clan-Vorteil Level 10 demnächst haben. Okay, jetzt sagen welche, ich habe aber lieber Level 12, 13, 15, 20 oder was auch immer. Leute, schwachsinnig? Schwachsinnig ehrlich, es geht in Clash of Clans nur bis 10 mit den Vorteilen. Also es geht auch mit 11, 12, was natürlich totaler Schwachsinn ist. Warum zeigen die darüber hinaus noch an? Zeigt ja nur an, dass du, okay, du hast Clan-EP gesammelt, aber hat's denn Vorteile? Lassen sich irgendwann einfallen, weil Clan Level 10 gibt es wirklich jetzt schon extrem lange. Okay, den haben wir bald. Das bedeutet im Endeffekt eine Spendenverbesserung um 2 Level. Also, bringt den niedrigeren Accounts hier richtig im Clan was? Wobei natürlich, je höher du kommst, desto weniger niedrige Accounts hast. Auch wieder so ein Unsinn, ne? Also von der Logik her, ist es nicht. So, zusätzlicher Lagerplatz im Schatzkammer, 50%, das bringt natürlich Spaß und du hast Platz und kannst Sachen platzieren. Also, gar nicht so schlecht. Okay, wo sind wir im Moment? Wir haben 41 Leute drin. Das hängt damit zusammen, dass ich natürlich ein paar wieder gekickt habe. Okay, gehen wir mal hier ganz einfach in die Kriegsdetails rein, mein Team, und gucken mal, wer sich da schon verabschiedet hat. Das ist einmal der David Hunter, der kam jetzt heute Morgen, heute Mittag irgendwann ein und hat gesagt, ey, ich müsste hier noch angreifen, ne? Greift dann so munter die 6 an, macht 30%, geil, sagte ich dann. Dann habe ich ihn gefragt, wie geht es mit Clanspielen aus? Ja, mal gucken, ne? Habe ich gesagt, okay, dann gucke ich auch mal, ne? Und haben rausgekickt. Dann haben wir Nino HD, der macht gar nichts hier. Oh, und da habe ich gesagt, okay, Nino HD, du machst auch den Flug. Ne? Mal gucken, sind die irgendwo schon drin? Mal gucken, da ist Nino HD vielleicht irgendwo. Also die pennen sich einen ab. Dann haben wir den Riesen Michi gehabt, der hat die Nummer 14 angegriffen, obwohl ich sagte, bitte nur die eigene Nummer. Dann hat er Nummer 16 angegriffen, was natürlich logisch ist, weil die Nummer 16 ist ja identisch mit der 13. Wo ist er jetzt? Er ist in einem Clan drin. Gucken wir mal gerade. Carrot und Stick, das ist ein Clan, wo es um Clankriege geht. Und wo man hören muss. Und wo in der Beschreibung drin steht, bitte hört auf den Anführer, der sagt euch, wen er angreifen muss. Und das bei diesem Del Riese Michi. Ich lach mich weg, ich lach mich weg. Okay, also, lange Rede, kurzer Sinn. Du hast natürlich immer wieder Leute drin gehabt, die unfähig sind, irgendetwas Geschriebenes im Clan sich zu merken. Ist natürlich auch schwierig, wirklich. Also es ist schwierig. Also wenn da steht hier zum Beispiel, greife die Nummer 4 an. Ich meine, es ist missverständlich. Da kann natürlich auch mit gemeint sein, greife die 8, greife die 10, greife die 12 an. Ne, ehrlich jetzt. Ich meine, bin ich jetzt schuld, ne? Also ich kann ja schreiben, greife die 4 an. Aber, okay, ihr merkt, also mein Verständnis trifft es im Moment nicht. Okay, gleich geht's weiter. Ich muss eine kurze Pause machen, mache mir einen Kaffee und bin gleich wieder da.
Okay, Freunde, kommen wir zum nächsten Punkt, den ich vorher angesprochen habe. Wir haben Clanspiele, die jetzt relativ harmlos sind. Das heißt also, hier hast du Belohnungen schon, wenn du 30.000 erreichst. Wir bewegen uns hier nach gerade anderthalb Tagen bei 15.000, also locker zu packen. Wir haben noch fast 3 Tage Zeit und schaffen wie immer die 30.000 oder 50.000 locker. So, Herausforderung, was mich so ein bisschen aufregt oder auch die kleineren Accounts aufregt. Also, wer schafft es denn, im Mehrspielercamp 2 Sterne gegen Gegner aus der Titanenliga zu packen? Ehrlich jetzt? Packt keiner. Oder wer schafft es, 3-mal Inferno-Turm in Mehrspielerkämpfen platt zu machen, wenn er Rathaus Level 7 oder 8 hat? Das ist so eine Frage, die man sich stellt. Oder hier genau dasselbe. Besiege in Mehrspielerkämpfen Wächter im Wert von 20 Leveln. Also, alles Sachen, die jetzt wirklich nur irgendwelche Spieler machen können, die wie ich natürlich Accounts haben, die es locker packen, so einen Titan hier einmal in den Arsch zu treten. Okay, also das packt natürlich Flying Max oder was auch immer oder Serhant auch hier bei uns im Clan, die schaffen das. Aber die meisten werden es kaum schaffen. Werden dann meinen Tipp folgen, dass sie sagen, okay, ich gehe einfach hier hin, mache die Bauarbeiterbasis Zerstörung und erziele 375% innerhalb von einer Stunde natürlich und habe dann 175 Pokelchen, Plaketten, Schlag mich tot, Points gewonnen. Und was natürlich zum Teil machbar ist, wenn er dementsprechend runtergelevelt ist. Bist du jetzt hier relativ hoch, also wir schwimmen jetzt mal gerade rüber mit unserem Schiffchen und sagen, okay, gucken wir uns mal gerade hier unseren Clan an. Da bin ich jetzt Maxi King mit dem ersten Account, gucken wir das Profil mal an, hatte ich 4014. Das Problem ist jetzt wirklich, dass ich kaum noch die Möglichkeit habe, da 3 Sterne und mehr zu haben, wenn ich auf diesem Level bleibe. Also bin ich mindestens mal 300 runtergerutscht, bin fast 500 eben runtergerutscht gewesen mit diesem Account, habe aber dann schon wieder 100 gewonnen durch die Angriffe. Ne? Geht mir jetzt zurück hier in den Clan, hat man den andere Leute abbrechen, dann ist es genau dasselbe. Das heißt also, du verlierst doch schon eine ganze Menge, aber es ist im Endeffekt gewollt, dass man hier auch, ich sag mal, Geld ausgibt. Geld in Form von, was ist denn Geld bei Clash of Clans? Logischerweise Juwelen. Das heißt also, wenn du ständig hier drauf tippst und das beschleunigst, gibst du mal schnell 100 Juwelen aus. Und wenn du mal umrechnest, ein Juwelchen kostet 1 Cent. Also gibst du 100 aus, hast du 1 Euro ausgegeben. Gibst 500 aus, hast 5 Euro ausgegeben und so weiter. Also, Sinn des Spiels von Supercell ist logischerweise, Kohle zu verdienen, nicht dir einen Spaß zu erlauben. Natürlich hast du Spaß damit, wenn du es, wie ich jetzt auch, in allen Accounts keinen Cent ausgegeben hast. Mach ich nicht. Ne? Also ich bin zufrieden, wenn ich hier im Endeffekt 4 Bauarbeiter habe, nicht 5. Oder in anderen Accounts, ich habe zum Beispiel mit meinem ersten Account sogar auch nur 4 Bauarbeiter, sehe ich gar nicht ein, dass ich also hier hingehe und hier irgendwo, gehen wir hier rein, wo ist es denn hier mit dem Bauarbeiter? Ressourcen, ist der hier? Ja, da ist er. Also 2000 Juwelen, wie viel sind es denn? 2000 Juwelen kosten, wie viel kosten die denn? 20 Euro. Ne? Also jetzt mal ganz ernsthaft gerechnet. Das heißt, ich gebe doch keine 20 Euro dafür aus. Also das Plädoyer, was ich hier halte, ist natürlich nicht dagegen, dass ihr Geld ausgebt. Lieber Gott, wenn ihr es zu viel habt oder zu viel Taschengeld von der Omi kriegt, dann gebt es einfach aus. Ist mir doch scheißegal. Es geht wirklich darum, dass der Spaß nicht auf der Strecke bleibt. Und ihr seht es jetzt bei einzelnen Accounts, die ich persönlich habe, habe ich einfach irgendwo die Lust verloren. Sag ich ganz ehrlich. Ich habe hier einen gemaxten Rathaus Level 9 gehabt. So, diesen Rathaus Level 9 habe ich dann irgendwann gesagt, ich mache den gar nicht weiter, sondern gehe den einfach nur bis zu einer gewissen Grenze. Habe dann festgestellt, dass ich null, aber null Chance hatte. Und zwar bei, wo war ich? Irgendwo, ich guck mal gerade. Ja, bei 2500, dass ich da nur noch wirklich Rathaus Level 10er und 11er fand. Als Gegner habe ich Rathaus Level 10er und 11er gefahren. Und dann habe ich mir gesagt, okay, dann machst du dieses sogenannte, ich sag mal, ZK oder CW Base. Das heißt also, ich gehe ganz einfach mit allen Truppen auf Max. Dafür muss ich aber das Rathaus Level 11 machen, damit ich im Endeffekt, sonst geht es ja gar nicht, auch die diesen hier, nämlich das Labor, auf Level 8 machen kann. Mit Level 8 habe ich die Möglichkeit, dass ich natürlich alle Truppen auf Max stellen kann. Bedeutet aber nach wie vor, dass ich im Clankrieg relativ niedrig angesiedelt bin. Das ist dieses bescheuerte, bekloppte Matchmaking, was Supercell hat. Das heißt, das orientiert sich im Endeffekt an der Offensive, also
orientiert sich an, an der Defensive, das erzähl ich schon Blödsinn, an der Defensive, je höher deine Defensive ist jetzt im Endeffekt, also würde ich jetzt hingehen, gehe in den Shop und mache als Verteidigung zum Beispiel Inferno-Turm und Adler-Artillerie, werde ich natürlich genau wie ein Rathaus Level 11 bewertet. Habe ich die nicht drin, bin ich nach wie vor ein Rathaus Level 9, in halb, sagt man dazu. Also, das ist die Sache. Solltet ihr so irgendwelche Tipps oder Anregungen haben, was diese Rathausgeschichte betrifft, also dieses berühmte Matchmaking, schreibt es doch ausführlich hier rein in die Kommentare bei YouTube. Würde mich mal interessieren, wie ihr der Meinung seid. Weil in den Foren kannst du lesen, dass sich Leute da fürchterlich aufregen und auch fürchterlich in die Haare kriegen. Gehst du hier in den Global rein, hast du natürlich kaum die Möglichkeit, da mal gescheit zu diskutieren. Weil im Endeffekt ist es so, dass hier wirklich zum Teil wirklich nur Vollpfosten drin sind. Ich sage das mal ganz ehrlich. Und das Problem ist wirklich, dass du hier das sachlich in keinster Weise diskutieren kannst. Man könnte mal probieren, ob jemand irgendwas zu sagen hat. Hat jemand Ahnung von CWBs? Nochmal gerade mal. Und dann gucken wir mal, ob da überhaupt irgendwie eine Reaktion kommt. Meistens irgendwie schreibt da einer, ja klar. Und wenn du dann was fragst, kommt gar nichts. Oder schreibt da, ha, ha, ha. Also Problem ist, dass die Qualität hier in diesem Global-Chat wirklich unterste Sohle sind. So, hier schreibt jetzt Mika, der hat wahrscheinlich ja ich. Rascha. Okay, machen wir mal. Rascha, wie mache ich denn eine CWBS? Gucken wir gerade mal, was der jetzt hat. Der Rascha, den suchen. Schauen wir uns mal gerade an. Ah, okay. Also hier sieht es jetzt so aus, als wäre, haben wir Glück gehabt, dass der also eine CWBS macht. Das heißt also, der hat hier keine Mauern, gar nichts. Im Endeffekt macht er Folgendes. Der geht mit seinen Drachen auf 6. Das ist irre hoch 3. Ne? Und mit denen greift er natürlich auch dementsprechend an und hat natürlich in der Wertigkeit die Möglichkeit im Clankrieg unten angesiedelt ist. So, indem du halt eine Zigarre machst. So. Rascha, nehme dich mal als Beispiel aus unserem YouTube-Channel. Wobei, wie gesagt, du den, also den Tipp gebe ich jedem YouTuber hier, gib keine, bei diesem Scheiß Global, ehrlich jetzt hier, gib da nicht die Adresse rein, weil du hast Dislikes ohne Ende. Das weiß ich von anderen YouTubern. Wir haben YouTuber als Freunde, die haben wirklich 500.000 Abonnenten. So, und da ist einer mit seinem Account hier rein, der spielt nur ab und zu mal und wurde beleidigt hoch 3, du hast doch keine 500.000 Abonnenten oder was auch immer. Da hat er natürlich die Finger von gelassen und gesagt, oh Gott, im Himmel, ich werde doch einen Teufel tun. Im Endeffekt hier irgendwo, wahrscheinlich, dann lass mich in deinen kleinen, also den Teufel tun, hier irgendwo was zu schreiben. Also, wie Max ist, okay, alles klar, der fragt schon, wie Max ist, der kapiert denn nicht, weil ich meine, ne? So, mal unseren YouTube-Channel, alles klar. So, also hier ist es so, der hat jetzt maximale Drachen, aber in der Wertigkeit steht da irgendwo bei Rathaus, was weiß ich, Rathaus 8 oder sowas, ne? Ja, also das ist so geil, der hat irgendwas mit 500.000 Abonnenten. Jo. Wo ist das Problem? So, alles klar. Also wie gesagt, hier gehen wir schnell wieder raus. Also wie gesagt, das bedeutet Folgendes. Es wird, er hat jetzt das extreme CWBs gemacht. Also gar keine, ich sag mal, Verteidigung hier drin. Natürlich wird der platt gemacht ohne Ende. Aber im Endeffekt kann der höher angreifen. Das heißt also, in dem Moment geht der höher hier rein. Und wie gesagt, nochmal ins Profil rein. Der hat also Rathaus Level 11. Das Einzige, was er hochgemacht hat, ist in die Drachen 6. Ich würde jetzt hier im Endeffekt noch den Zauber hoch machen, weil der in der Wertigkeit nicht Berücksichtigung findet. Und im Spieler-Clan geht man da rein, ob da noch irgendwelche drin sind, die jetzt auch dasselbe haben wie er. Kannst du jetzt auf Anhieb jetzt so einfach nicht sehen, aber wird wahrscheinlich auch der Fall sein. Also immer interessant, das ist jetzt wirklich eine CW-Base. Ob es die denn Spaß macht, sei mal dahingestellt. Ne? Okay, mit dieser CW-Base
Bass, die also hier jetzt wirklich extrem ist. Meine ist jetzt anders im Endeffekt. Oder wenn man jetzt zum Beispiel hier weitergeht, wir haben hier noch den Suppenkasper drin. Wo ist er denn? Mal schauen. Der baut nämlich auch gerade eine. Aber die baut er auf Rathaus Level 8 oder 9, weiß ich jetzt gar nicht. Ne, auf Rathaus Level 8, genau, auf der 8er. Na, also der hat eine Rathaus Level 8er Base gehabt, die war gemaxt, aber alles fertig, das sieht er hier. Also alles war fertig, Kanone 10 ist Rathaus 8. So, und er baut jetzt auf Rathaus 11, bedeutet, er muss jetzt natürlich, um das zu erreichen, natürlich noch sein Lapur auf das Rathaus Level 8 machen. Weil sonst geht es nicht, sonst kriegt er nichts Maximiertes rein und baut die dann langsam systematisch aus und hat natürlich dann die Möglichkeit im Rathaus Level 11 in, ich sag mal, im Clankrieg, wenn man das jetzt, man kann es ja mal angucken, gucken wir gerade mal unseren Clankrieg an und gehen wir da rein, wo der da steht, der Suppenkasper, damit ihr auch ein bisschen verstehen könnt. So, Suppenkasper hat eben diese Elber, ist aber noch unter Serhant und unter Maxi oder was auch immer, die jetzt höhere Wertigkeit im Rathaus haben. Das heißt also, der wird so eingeschätzt hier im Endeffekt wie Chessis, und den gucken wir uns mal an. Chessis hat ein Rathaus Level 8. Ne, Quatsch, 9. Oh, boah, bin ich blind. So, und im Endeffekt ist der Suppenkasper mit einer 11er Rathaus genauso hoch eingeschätzt wie hier Chessis, ne? So, also das ist im Endeffekt ganz interessant. So, also, lange Rede, kurzer Sinn. Der, lass uns dabei, also ich finde es einfach sich ganz interessant. Wenn Fragen sind, würde mich wirklich freuen, kommentiert das. Ja, alles klar, bis denn. Ciao, ciao. Und hallo, vergesst die Eier nicht zu finden. Sonst habt ihr nächstes Jahr irgendwie Rührei draußen. Tschüss.